Was geht ab, meine Z-Fighter? Osri hier. Und heute werden wir beim Super Vegito Banner summon, beim neuen Banner von Physisch Super Vegito. Wir haben 110 Stones, ich werde die auch quasi mehr oder weniger alle aufbrauchen. Ich habe zu dem Banner gesagt, beziehungsweise erstmal außen vorweg, gucken wir uns den Banner erstmal an sich an. Und ob ihr das summon sollt, habe ich schon im letzten Video geklärt. Ist auf jeden Fall ein guter Banner, da kann man auf jeden Fall summon. Er gibt eine Kategorie, die daher den neuen Super Vegito. Falls ihr nicht wisst, was er macht, Dokken Awake gibt er der Majin Buu Saga. Ki plus 3 HP und der 170% auf den Angriff 130%. Er macht immens Damage, wenn er ultet, gibt er für eine Runde den Alliierten 30% auf den Angriff. Er hat Damage Reduction Skill in seiner Passive minus 50%. Call mit Tremendous Power bekommt jedes Mal 10% auf den Angriff, wenn er geultet, nicht geultet, wenn er angegriffen wird. Zudem haben wir Neo Guard Leader, dreifachen Gotenks drin. Dann haben wir den Tech Gotenks drinnen. Ultimate Gohan Inza, okay. Ne, ist nicht so mehr. Er ist nicht mehr so besonders. Ein weiterer Neo Guard Leader, Kid Buu und Buhan selbst. Beziehungsweise noch ein Kid Buu und Buhan. Heißt, der Banner gibt wirklich Gutes her. Ist ein solider Banner, kann man auf jeden Fall summon. Aber wenn ihr genau wissen wollt, was mit seiner Kategorie abgeht, wie er selbst ist, im letzten Video, könnt ihr euch das gerne angucken zu dem News-Video, wo ich auch geklärt habe, quasi, ob ihr für ihn summon solltet. Ich habe gesagt, bei dem Banner hier werde ich nicht allzu ham gehen. Obwohl ich quasi, ja, jeden empfehlen würde ich es nicht sagen, aber ihr könnt, wie gesagt, auf jeden Fall summon, ist kein schlechter Banner. Um es nochmal kurz in kurze Worte zu fassen, was ich damit meine, damit hier auch wirklich jeder Bescheid weiß. Also objektiv betrachtet, für die Free-to-Play-Spieler könnt ihr da auf jeden Fall summon. Warum? Ich habe die Gründe gerade genannt. Ein guter Banner, wirklich ein Kategorie-Leader, zwei Neo-Guard-Leader, wenn ihr da gut sammelt, könnt ihr gute Charaktere ziehen, mit euch damit ein Majin Buu Saga-Team zum Beispiel bauen, unter anderem, je nachdem was ihr zieht. Für die anderen quasi, so zum Beispiel für mich, die Sache ist bei dem hier so, er wird nochmal kommen in LR Vegito und LR Gogeta Banner, das momentan im JP online ist, und da ich eh schon weiß, dass ich das sammeln werde und er da drin ist, ist es für mich jetzt nicht so wichtig, ihn unbedingt jetzt zu haben. Zumal ich auch Kategorie-Teams schon habe und damit klarkomme. Das ist immer das, was ich meine mit Kategorie-Teams. Okay, ganz klar, vielleicht braucht man ihn für Super Battle Road, das dann auch erscheinen wird, aber das ist dann auch kein Muss, da kann ich dann ruhig warten, so ist nicht. Warum sammle ich hier trotzdem? Ist ein Banner, wie gesagt, wo ein guter Banner, mir fehlt da zum Beispiel auch der dreifache Gotenks. Heißt, wir haben 110 Stones gehabt, ich habe hier schon angefangen, nebenbei die Sing-Sum rauszuhauen. Zeit 3. Ich hoffe mal, wir bekommen zumindest ein SSR und ich hoffe, dieser eine SSR ist ein Gefeatureter und der ist einer der guten Gefeatureten, sag ich mal. Was ist, also damit meine ich einer der Neo Guard Leader. Beziehungsweise, ehrlich bin, hoffe ich, dass es entweder Super Vegito ist oder Gotenks, der dreifache physische. Denn ja, also, ganz klar, wenn ich so auch auf die Zukunft achte, vorausschau, dann wird zum Beispiel noch Freezer kommen, er ist auch ein Kategorie Leader sein, Banner wird mehr oder weniger gleich aufgebaut sein. Bardock ebenso, aber da kommen zwei wirklich dicke Banner. Rosé und Tech Vegito Blue, der Strength Rosé, die neuen. Und das sind wirklich zwei sehr, sehr gute Banner, wo man summon kann. Wirklich zwei sehr gute Banner, wo man viel mitnehmen kann. Das ist jetzt quasi so für die meisten, die ihre Stones sparen wollen, der Banner, den ich euch raten würde. Und danach kommt alle Vegito und alle Gogeta. Und jetzt, jetzt ist es also persönlich, wenn ich jetzt auf meine Charakterliste schaue, dann liegen bei mir schon Agility Vegitos rum. Wenn ich hier einen Super Vegito ziehen würde jetzt, dann würde ich ihn auf SC10 bomben, die Vegitos verschwenden, aber wenn er dann im LR Vegito Banner, wenn ich dann nochmal einen Super Vegito ziehe physisch oder einen Agility Vegito, dann liegen die auf Ewigkeiten flach rum. Die liegen auf Ewigkeiten rum. An der Stelle haben wir, glaube ich, keinen R gezogen. Nicht schlecht, machen wir mal weiter. Die liegen dann auf Ewigkeiten rum, deswegen ist es für mich so ein Punkt, wo ich sagen kann, ja, ich kann erwarten, bis die Ellers kommen, da werde ich eher E ziehen. Und wenn ich da zum Beispiel dann ein Super Vegito ziehen werde und auch andere Agility Vegitos, dann ist das egal, dann kann ich alle Agility Vegitos in den Super Vegito, den physischen reintun und gut ist. Soll nicht heißen, dass der Banner schlecht ist, also ihr kennt meine Worte von Anfang an, was ich gesagt habe. Ist ein guter Banner, kann man auf jeden Fall summon. Aber das mal jetzt beiseite geklärt, konzentrieren wir uns mal auf die Summons. Gerade habe ich es gesagt, kam schon ein R. Ich bin mir unschlüssig, ob ich hier nur Sing-Sum raushaue oder ein Multisum. An der Stelle macht das keinen Unterschied. Ich mache mal weiter mit Sing-Sum. Eigentlich wollte ich so lange Sing-Sum raushauen, bis
der erste R-Charakter kommt. Also das hat nichts damit zu tun, ob das die Rate dann besser wird oder so. Aber das, keine Ahnung, so vom Gefühl her. Sollen wir das mal machen? Komm, wir machen das einfach mal, damit wir auch sehen, vielleicht was da abgeht. Denn es ist wirklich egal, ob Multi oder Single Sum. Die Rates sind total gleich. Die Rates hier bei 8 gefischten Charakteren sind das 7 bis 8. 7 SSR und 8 1RR. Ja, ein Pot. Ein Potluck. Wisst ihr was? Ein Potluck ist schon, hat uns gut bereichert schon. Ein Potluck. Ein Potluck kann ich mich sehr gut erinnern. Damals am vierfachen Vegeta habe ich den vierfachen Vegeta mit einem Pot gezogen. Mal gucken, was uns ein Potluck hier gibt. Bei. Achso, ich dachte, ja. Ich dachte gerade, hey. Aber das Artwork von dem Coco ist echt nice. Was uns ein Potluck bei dem Summon hier gibt. Aber wie gesagt. Also Rates sind ungefähr bei 0,7 bis 0,9% pro gefeaturten Charakter. Und ich hoffe mal, wir haben hier 110 Stones. Ein paar Single rausgehauen, jetzt ein Multi. Ich hoffe, wir gehen mit einem SSR raus. Denn das ist so quasi so Banner, wo ich sage, wo ich nicht ham gehe, wo ich nicht unbedingt den Charakter brauche. Summon ich gerne so oft, bis ich ein SSR ziehe. Und hoffe dann halt, dass es ein guter SSR ist. Wenn nicht, dann ist auch gut. Das machen wir quasi im Prinzip hier. Aber bei dem Multi-Sum habe ich wirklich ein... Ich wollte gerade sagen, schlechtes Gefühl. Da kommt Vegito, aber der falsche Vegito. Oldschool Vegito, Tech. Habe ich schon, okay, okay. Nutze ich natürlich auf jeden Fall für einen Dupe, aber... Ja, an der Stelle, ja. Man zieht so lange, bis ein SR kommt. Entweder ist ein SSR gut oder schlecht, ja. An der Stelle... Ja, so läuft das Spiel, so läuft das Spiel. RNG. Also ja, das wundert mich an der Stelle nicht. Ach, geh. Gut, ein SSR haben wir aus dem Multi bekommen. Wir können noch 5 Single Sum raushauen. Ob aus den 5 Single Sum einkommt, schwierig. Wir machen es einfach mal. Komm, wir haben die 5 Single Sum noch, 25 Stones. Die hauen wir auch mal an der Stelle raus. Und an der Stelle auch 1, 2. Wenn euch das Video bis jetzt schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, Leute. Wenn ihr neu hier seid, lasst auf jeden Fall auch ein Abo da, abonniert mich. Jede Unterstützung zählt da auf jeden Fall. Und ja, kommt direkt der nächste R-Charakter. Let's go! Wie waren eure Puls? Habt ihr da gepult? Auf Twitter habe ich schon ein bisschen was gesehen. Da hat einer gepostet, erste Multis haben super Vegito gezogen, direkt physischer, freut mich. Also so sollte es auf jeden Fall sein. Und ja, quasi. Also entweder es läuft gut oder mehr oder weniger. So lala. Wie hier zum Beispiel. Zweiter R-Charakter. Also, boah, 3 Singles am Dame. Ob da noch ein SR droppt, da muss dann schon wirklich alles stimmen. Aber zumal wie hier, wenn wir das so rechnen, 1, 2, 3, 4 Pots. Wenn wir das so sehen haben, wenn er jetzt Baseform bleibt. Ach nein, okay, wäre auch zu schön. 110 Stones heißt, wir hatten mehr als 2 Multis zusammen. Bis jetzt nur ein SSR. Wäre immer cool, wenn wir 1 zu 1 stehen. Dieser Gohan. Aber in der Stelle könnt ihr den Gohan auch benutzen, wenn ihr ihn auf SR bringt, dann gibt er jeden anderen SSR Ultimate Gohan 50%. Wir haben jetzt quasi schon 2 Multisum durch. Mit nur einem SR. Es wäre immer cool, wenn man 1 zu 1 steht. Heißt, auf einen SR hoffe ich noch, aber. Herkul to the left. Herkul to the left. Okay. Herkul to the left kann schon. Könnte was sein. Könnte was sein. Super Saiyan 2. Und bleh. Trenchcoat 17. Ja. So schnell sind dann 110 Stones einfach mal zur Seite geschoben. Letztes Ding ist am, Leute. Letzter Single Summon. Komm schon, gib uns. Bei mir ist immer so, wenn ich. 1, 2, 3, 4, 5 Pots. Ich wollte gerade sagen, bei mir ist immer so, wenn ich so täglich auf 5 Stones komme, oder mein täglichen, wenn es überhaupt täglich ist, sag ich mal, wenn ich den nächsten Singles am raushauen kann mit 5 Stones, dann hoffe ich, dann sage ich, bitte, hey, verwandel dich doch zumindest, damit ich ein bisschen hoffen kann und gib mir nicht direkt, oh geil, hart geschuftet die Tage für ein Baseform R-Charakter, wow. Aber an der Stelle haben 5 Pots Rainbow. Ich hoffe immer, dass er Baseform bleibt, aber. Ah, das wäre zu schön. Komm, letzter Single. Was droppt ihr noch?
Ja, GG. So viel zu dem Summon, zu dem Banner dann von Super Vegito quasi. Also, versteht mich falsch. Ist dennoch ein guter Banner, aber wir kennen die Raids. Entweder man zieht das oder man zieht eben nicht. Banner ist trotzdem gut. Ein Neo-Guard-Leader. Nee, ein Kategorie-Leader, zwei Neo-Guard-Leader. Aber an der Stelle bin ich eher ein Fan davon, auf Banner zu warten auf Dual Dokkan Festival. Denn die Banner geben mehr her. Das nächste wäre Strength Rosé und Tech Vegito Blue. Denn da ist der vierte auch kostenlos. Heißt, da bekommt man an sich mehr fürs Summon. Aber ob wir so gut reden oder schlecht reden, wir kennen Dokkan. Die müssen mal langsam anfangen, der Playerbase entgegenzukommen. Ja, das zum Beispiel. Ihr kennt es auch andere Spiele, dass zum Beispiel nach dem Blablabla Muissam ein Gefeature oder zum Beispiel, die garantiert ist. Oder irgendwas anderes, ja. Die müssen das Spiel mal ein bisschen wieder aufheitern. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Tage auf Super Battle Road und so weiter und so fort, was da noch alles kommt, bis es schon gedroppt ist, je nachdem, wenn ihr das Video guckt. Aber bis dahin, Leute, haben wir ein Video schon gezogen. Der falsche war es, macht nichts. Ich hoffe, ihr habt mehr Glück. Ich wünsche euch dann auf jeden Fall eine schöne Zeit. Und wir sehen uns im nächsten Video. Peace.